Wenn ich muss. Ja, hallo, hallo und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Eishunde Nummer 2. In der letzten Folge haben wir das untere Teil hier schon mal anerkundet, ne, sozusagen. Untere Ebene vom Eistempel und wir machen auch gleich Ich weiter, bin hier. indem wir nämlich Hier? diesen Eisbär hier bekehren. Oh, mach eine. Deine Tochter Schönes ist Ding. krank. Dann. Im Gleichnis. Da drauf. Ich muss jetzt schauen, dass ich den Eisgolem nicht aus Versehen irgendwie aktiviere. Ah ja, und wieder zurück und Fernkampf, bitte. Wäre supi. Gut, da Deine drauf. Tochter ist deswegen Wie schaut's gewaltig. aus? Schwer verletzt, natürlich nicht gut. Betten sich gerade voll. Aber trotzdem fast tot. Ja, mei. Muss schon passen. Achso, den kann man gar nicht mehr aktivieren jetzt. Ja, dann. Ciao, ciao. Dann kriege ich wenigstens noch die Erfahrungspunkte. Ja, aber ich konnte natürlich in der letzten Folge nicht aufsammeln, weil ich wieder was getriggert habe. Aber, mein Gott. Das machen wir dann mal. Das mache ich dann mal offscreen einfach. Da! Ja, ich weiß. Da gibt es auch wieder schöne Sachen zum Einsammeln. Wer hat denn noch schön viel Platz? 3 Slots frei, 4 Slots frei. Schon mal viel besser. Ah, da gab es, glaube ich, eine Falle, kann das sein? Natürlich. Ich glaube, mich zu erinnern. Nein, war das nicht so? Okay, dann Verstanden. nicht. Okay, da gibt's halt alle Grundwaffen einmal in normaler Fassung und einmal in Meisterarbeitsfassung. Ja, gut. Die Meisterarbeitsfassung würde ein bisschen Geld geben, aber mein Gott. Es sei denn, ich trage sie hier noch mit mir rum. Das kann ich natürlich machen. Moment. Dann können wir hier zwei Meisterarbeitsdinger hinlegen. Und für ihn auch zwei Meisterarbeitsdinger. Achso, wir haben jetzt schon zu viel. Da noch. Dann ist das gewichtstechnisch auch kein Problem. Na gut, dann Mein Auftrag ist klar. nehme ich hier Meisterarbeit, 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 Meisterarbeit. Und den letzten nehme ich dann halt auch mit irgendwie. Den kann man dann ein bisschen verkaufen. Ach, wir können es ja so machen, dass wir irgendwie zwei Handwaffen. Ja, genau, die anderen Waffen passen ja nebeneinander mit zwei Slots. Gut. Dann kann ich die bei Gelegenheit mal verkaufen. Die bringen vielleicht so 500 Gold oder sowas. Von daher vielleicht Verstanden. nicht verkehrt. Oder 500? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was Meisterarbeitswaffen brauchen. Egal, dann gehen wir hier rüber. Da dürfte es keine Falle geben. Und zwei Zauber und ansonsten Munition. Die Zauber ist einmal Druidenzauber, sogar zweimal Druidenzauber. Ach, sie braucht noch hier einen Schriftrollenbehälter. Ja, dann werden wir die mal bei Gelegenheit einsetzen. Wobei man die auch ganz gut verkaufen könnte. Naja, egal. So, dann überlege ich mir, ob ich hier das Feuer hinsetze. Und halt, da war's. Da den Heiltrank. So, ja, mei. Haben wir sonst nichts mehr? Ach ja, ein Slot wieder frei geworden hier. Aber ich habe keine Schleuderkugeln mehr. Die gehen langsam, aber sicher gehen die aus. Da muss ich schon die. Ach nee, hier habe ich noch was drüben. Okay, dann machen wir es anders. Dann Schleuderkugeln plus 1. 1, hoppla. 2, 3 mal rüber. Und ich habe die Pause nicht drin. Jetzt. Dann tauschen wir hier mal aus. 1, 2, 3. Und geben die normalen Schleuderkugeln wieder rüber. Trick 17. Und natürlich dieser Tränke hier auch. Die kommen dann alle da rein. So. Perfekt. Hier Pfeile, also Aufschlagpfeile nicht mehr aktuell, sondern diese hier. Sind es noch irgendwo was? Ah, perfekt. Wieder zwei mal zwei Bolzenfächer frei. Wunderbar. Dann erstmal wieder Nahkampfslot und den Rest noch einsammeln. Wobei, den kann eigentlich auch gleich Heidi einsammeln. Spare ich mir einmal rüber. Was, Schicken. wenn es dein Wunsch ist? Jo, das ist mein Wunsch. Gut. 1, 2, 3. Identifizieren. Pfeile der Schärfe, Betäubungspfeile plus 1 und Bolzen plus 2. Die Bolzen kommen gleich mal rüber und die Pfeile behalte ich mal. Jo, bis ich es verschieße. Kann man die stapeln oder so? Nee. Hoppla. So, Bin schon dann gehen wir dabei. weiter. Das Zeug sammle ich bei Gelegenheit ein. Das verschwindet ja nichts. Also, wenn man jetzt sich ausruhen würde, würde es gleich verschwinden, aber ansonsten kriegt man das, glaube ich, hin. Dann speichern wir nochmal und gehen weiter.
Kult des Drachen, Nekromanten, Angriff, Heinrich, was machst denn du hier? Opa, der Vampirgriff, was denn hinten? Ich sehe es doch. Ne, dass der jetzt noch Lebenskraft den Zug macht. Ne, das macht er nicht. So, dann können wir hier durch. Umarme den Schatten. Ach ne, das ist was anderes. Da muss ich, glaube ich, hier die Tür aufmachen, kann das sein? Und dann... Ne, da war nichts. Aber hier ist was drin. Mit Falle? Ich glaube nicht, obwohl... Ich bin mir nicht sicher. Warten wir ein paar Sekunden. So viel Zeit muss sein und da scheint nichts zu sein. Und noch ein Eiskopfball der Rückkehr, das ist schön. Pause rein. Hoppla, Dings da stapeln, stapeln. Identifizieren, identifizieren. Na, Inventar ist wieder voll, war so klar. Ein Eiskopfball der Rückkehr. Ja gut, dann können wir jetzt langsam die Dinge hier entsorgen. Weil, ja, ich bringe eh nichts mehr. Wenn ich jetzt schon zwei Wurfpfeile der Rückkehr habe, dann glaube ich nicht. Ja, wohl behalten wir die nochmal. Aber wenigstens für sie jetzt nicht. Oh, okay. Ich bin knausrig, ich weiß. Da hoch. Dann... Jo. War das alles? Das war alles. Identifizieren? Nein. Dann gehen wir weiter. Ach ne, er hatte noch was. Er hatte ja noch was. Jetzt geben wir mal wieder den Heilstein zurück. Weil ansonsten... Hoppa, ich will, dass die Lebenspunkte gleichmäßig verteilt sind. Das ist ja auch logisch. Schön, also viel Platz jetzt. Muss ich direkt ausnutzen. Ja, und dann gehen wir die noch rüber. Aber das muss ich im Moment. Ja, das machen wir so. Das muss ich eh bei meiner Aufsammelaktion wieder alles schön machen. Von daher gehen wir weiter. Dann kommen wir in diesen Raum. Können wir da schon rein? Falle bestimmt. Nehme ich hier mal. Ach, da ist der Spiegelraum. Ja, den können wir mal versuchen. Aber ich weiß nicht, ob ich den auf Anhieb bestehe. Das ist nämlich ziemlich schwierig. Glaube ich da erstmal. Ja, da warte ich vielleicht erstmal. Hier können wir übrigens rein. Ja, dann halt von der anderen Seite. Aber erstmal hier weitergehen. Der Spiegelraum, der wird auch schon aufgehen. Genau, da kommen wir hier erstmal zu den ganzen Leuten hier. Können wir die eigentlich reden? Ich glaube nämlich nicht. Ich habe es beziehungsweise nie gemacht. Oder? Hey, können wir mit euch reden? Ha! Wenn das euer Werk ist, werdet ihr es bitter bereuen! Ist aber nicht mein Werk. Wenn das euer Werk ist, werdet ihr es bitter bereuen! Ja, ist ja gut, Thomas. Ich glaube, jeden Spiegel können wir einfach so aufmachen, ohne dass sie uns angreifen. Ja, da ist zwar eine Falle drin, aber... Hm, natürlich! Unglück oder Glück? Pech, schade. Ja, dann habe ich eben Pech jetzt. Das Pech gehabt. Mit geschlossenen Augen. Genau, da braucht man nochmal diesen Prisma-Dings. Oh, und wenn wir weitergehen... Dann gibt es vielleicht noch was. Nein, gibt es nicht. Schade. Dann gehen wir zurück. Was machen wir denn zuerst? Reden wir vielleicht mal zuerst mal mit Nikodemus, dem alten Stinkstiefel. Oder machen wir das erst? Machen wir das erst. Da kommen wir, glaube ich, schon rein. Ah, da gibt es so viel Schatten und das... Ich glaube, das erste Mal, dass mein Untote vertreiben Priester mal getestet wird. Angriff! Angriff! Und guck mal. Vielleicht stehen eigentlich noch für... Ja, die sind viel zu schwach jetzt. Das kriegen wir so hin. Wenn wir halt nicht alle gleichzeitig anziehen. Sondern nur diese drei vielleicht. Von einer kommt. Okay. Das sollte doch noch machbar sein. Da brauche ich nicht Untote vertreiben. Hallo, wo bist du denn? Kuckuck. Kuckuck. Komm mal her. Na, Schatten, die Angst vor mir haben. Das ist ja verkehrte Welt. Fliegen ja alle. Oder bewachen die irgendwas? Die bewachen wahrscheinlich irgendwas. Ja, dann zeige ich euch doch mal. Ich habe jetzt bestimmt... Ich habe 6 Mal Untote vertreiben. Dann zeige ich es euch mal. Ich bin mir selber nicht sicher, ob es hinhaut, deswegen ganz interessant. Speichern wir mal. Und wir gehen mal rein. Und nehmen diese ganzen Schatten auf uns. Kommt sehr, Schatti, Schatti, Schatti. Und dann machen wir Untote vertreiben. Und zwar jetzt. Sehr schönes Ding. Hat sich definitiv rentiert. Vor allem hat es Zeit gespart. Gut, da gibt es Särge. Der leere Sack gehört Hohepriester Katin. Und dieser leere Sack gehört Hohepriester Lisara. Und dieser leere Sack gehört Hohepriesterin Oria. Wovon wir schon 2 bestücken können. So, ganz wichtig, dass ihr diese Teile aufmacht. Braucht ihr nachher für den Blitz.
den ihr schleudert durch das Prisma. Dann gehen wir mal in diesen Nekromantenraum da rein. Wenn wir da noch reinkommen. Halt da, dadurch. Den rechten Raum. Da müssten wir jetzt durchkommen. Die Leiche können wir mitnehmen. Ah ja, noch ein Lindenwurm oder ein Flügelmann. Komm her, Flügelmann. Flügelmann. Nicht vergiften, lieber Flügelmann. Gott sei Dank kann er sich nicht heilen. So, so. Schönes Ding. Und noch ein Berserker. War nicht noch eine Falle irgendwo? Na egal, hier sind so seltsame Vorrichtungen. Scheint das Opfer einer kürzlich heftigen Explosion gewesen zu sein. Darum gibt es ja auch so viele Leichen. Aber der Typ wird natürlich auch nicht sagen, was das hier zu suchen, nicht zu suchen, warum es hier explodiert ist. Wahrscheinlich hat er irgendwelche kranken chemischen Experimente durchgeführt. Na. So. Dann, wie gesagt, die Leichen können wir mitnehmen. Und da gibt es auch nochmal einen Raum, den wir aufmachen können mit einem Flügelmann und einem Nekromanten Spacki. Ich mache erstmal den hin, weil der mit seinem Vampirgriff, glaube ich, gefährlicher ist. Obwohl, hier ist natürlich auch nicht schlecht. So, und hat sogar einen Trank noch erhalten. Hoppla. Aber es hat einen Fähigkeitswurf bestanden gegen die Vergiftung. Sehr schön. Brav, Heidi. So gefeist mal. Ja, mach hinne. So. Flügelmann fast tot, Flügelmann tot. Und noch einer. Hoppla. Ah, jetzt bin ich in... Hier auf dem Flügelmann natürlich. Ah, da war noch eine. Gehen wir mal ein bisschen weg. Der Flügelmann ist natürlich hier immun gegen sowas, gegen Gift. Weil er selber vergiften kann. Ist ja auch ziemlich blöd, wenn er ein Tier vergiften könnte und sich damit selber vergiftet dann. Jetzt haben wir diese blöde Situation, dass ich eine Falle aktiviert habe, aber eigentlich gern offscreen aufsammeln würde. Also das müsste schon gehen. Was können wir denn in der Zwischenzeit? Ich kann euch zeigen, was hier drin ist, genau. Die Pulte mache ich immer mit euch zusammen und die ganzen anderen Ramsch sammle ich auf. Einmal Melfs. Ne, Säurekugel, nur Säurekugel. Ohne Melf. Ja, Kugelsmarkt, blablablup. Kugel explodiert und übergießt seine stark ätzende Säure. Hm, lecker. Das heben wir uns für diese besonders fiesen Gegner auf. Ansonsten können wir noch Leichen aufsammeln. Ja, einmal hier die Leiche. Die Leiche einer Frau. Glaube ich. Genau, weibliche Körper, ein toter Körper. Gewicht 130 Pfund. Ja, ganz normal. 65 Kilo. Und das gleiche mit einem Mann können wir auch noch machen. Und ich glaube, die passen ganz gut zu meiner Katze dazu, deswegen werde ich sie mitnehmen. Nun gut, in der nächsten Folge schauen wir uns mal hier um. Ich werde mich hier sammeln und alles mögliche Zeug einsammeln und stapeln und identifizieren und sowas. Und wir treffen uns dann wieder hier, um, damit ich euch zeigen kann, was in den Bücherregalen ist, ne? Bis dann, Servus und ciao.